Ali, wir sind uns fast begegnet beim Termin, das hat nicht sollen sein und das ist auch so ein Grundprinzip von mir, wenn was nicht geht, hat es einen Sinn und ist nicht gut, ist nicht schlecht und jetzt 1,5 Jahre später fast live. Danke, danke schön, dass du dir die Zeit nimmst und eine erste Frage wäre, Ali, du nennst dich ja Jugendbotschafter. Inwiefern oder wie kommst du zu dem? Ich würde mich jetzt nicht den Jugendbotschafter nennen, sondern ich nenne mich eher einen Botschafter zwischen der, also von Generation zu Generation, also ein Botschafter zwischen den Generationen. Es war die Europäische Union, die mich 2013 zum EU-Jugendbotschafter ernannt hat, weil sie gesagt haben, es gibt von der Jugend her kein Sprachrohr hinein in die EU-Kommission. Jemand, der der EU-Kommission immer wieder zeigen kann, was sind die Themen der Jugend, was ist denn wichtig oder eben auch nicht? Und da bin ich 2013 zum EU-Jugendbotschafter ernannt worden von der EU-Kommission in Brüssel. Und das ist ein Ehrenamt. Und in dieser Rolle bin ich so dieser Sprachrohr der Jugend, aber jetzt nicht, indem ich sage, ich bin der Jugendliche, sondern indem ich einfach denen wirklich zuhöre, schaue, was sind ihre Themen und das dann in die Welt der Erwachsenen transportiere. Ja, schön. Was ich wahrnehme bei dir ist, du bist ein großer Chancendenker. Du hast da keine Ja. einfache Lebensgeschichte. Und das finde ich immer so schön, wenn man wirklich einen Praktiker gegenüber hat, der wirklich bewiesen hat, es geht. Und ich merke halt sehr, sehr viel Ängste, gerade in der Situation jetzt. Wo ist mein Potenzial? Wenig Perspektive. Und auf der anderen Seite, ja, raus aus der Komfortzone, was haben wir jetzt für Chancen? Und genauso eine Ermutigung soll in dem Sinn da sein. Frage konkret, die Jugend, ist die eine Hürde jetzt pauschal gesagt oder eine Chance? Ist die junge Generation eine Chance für uns oder eher was, wo man sagt, wollen nicht mehr arbeiten, sind schwierig etc. Wie nimmst du das wahr? Also gerade in der Krise sieht man ja, dass jede Generation eine Chance ist. Von den Älteren können wir lernen, mal ein bisschen mehr Ruhe wieder zuzulassen und zu verstehen, dass es auch mal okay ist, nicht immer leisten zu müssen. Von den Jugendlichen können wir allerdings aber auch lernen, was es bedeutet, komplett neu vernetzt zu denken. Jeder 14-Jährige heute, der ein Smartphone hat, hat allein durch die Apps, die er oder sie verwendet auf Social Media, einen viel besseren Zugang dazu, was es bedeutet, quasi wirklich seine Informationen weltweit auszutauschen. Und wir merken aktuell, dass die Erwachsenen von den Jugendlichen lernen und die Jugendlichen von den Erwachsenen lernen. Das heißt, die Jugend war immer schon eine Chance. Und zwar, die heute Jugendliche sind, sind in den nächsten 10 Jahren die Erwachsenen dieser Welt. Das heißt, das sind gerade die Jugendlichen, die uns Erwachsene beobachten und sich wirklich eine Welt erschaffen wollen, in der sie nicht dieselben Fehler machen wie wir. Und wenn wir heute die Corona-Krise ansehen, merken wir, dass es teilweise Regierungen gibt, die sogar gegeneinander arbeiten. Und die Jugend von heute beobachtet das ganz genau und wird definitiv sagen, wenn die nächste Krise kommt, in, weiß nicht, 10 Jahren, wollen wir nicht so agieren wie diese Erwachsenen heute. Und so gesehen würde ich sagen, dass alle Generationen, die wir heute haben, eine Riesenchance sind. Schön, Ali. Kennst du Matthias Strolz? Ja, Sagt er sicher dir kenne ich Matthias, was? kenne ich ja. Bitte? Sicher. Ja? Ja, kenne ich Mit gut, ja. Matthias habe ich vor ein paar Tagen ein Interview gemacht. Er hat mich sehr begeistert. Es war viel länger als geplant. Und er hat etwas provokant gesagt, die Irritation ist die Mutter der Innovation. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil jetzt natürlich die Irritation extrem ist in einer Geschwindigkeit. Aber was könnte jetzt die Innovation sein, wenn man jetzt so ein bisschen 2, 5 Jahre vordenkt, wie siehst du dann die Welt da bei uns in Österreich? Was wird anders sein? Ich glaube, dass die größte Innovation, die sein wird, die in uns Menschen stattfindet, und zwar der Umgang mit der Enttäuschung. Also viele Menschen sind aktuell von der Welt enttäuscht und die Enttäuschung ist immer das Ende unserer Täuschung. Und wir müssen aufwachen langsam und merken, der Mensch war immer schon dafür gemacht, mit Krisen umzugehen. Vor der Industrialisierung waren 70% der Österreicher Bauern. Die haben sich selber jeden Tag um ihr Leben gekümmert und wenn die Ernte ausgefallen ist, haben sie auch gelernt, damit umzugehen. Dann kam die Industrialisierung, dann kam das Angestelltenverhältnis und wir sind irgendwann zu einer Gesellschaft geworden, die zwar in der besten aller Welten lebt, mit den größten Chancen. Aber wenn irgendwas schief geht, sagen wir ständig, der Arbeitgeber ist schuld, der Staat ist schuld, andere müssen sich um mich kümmern. Und in der Krise bin ich echt dankbar, dass der Staat da ist und versucht, uns alle aufzufangen. Aber wir müssen auch nach der Krise viel mehr in dieses Denken kommen, was es bedeutet, selbstwirksam zu sein. Und für mich die größte Innovation wird nicht eine technologische sein, sondern wie wir als Gesellschaft uns verändern. In Spanien merken wir gerade, dass so Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen
laut diskutiert werden. Das sind Themen, die in Europa zwar immer quasi irgendwo schon erdacht worden sind, aber dass wirklich eine große Regierung sagt, wir denken wirklich darüber nach, das einzuführen. Das sind so Themen, die gerade hochkommen. Wir merken, dass es eine Welle durch die Gesellschaft geht, aneinander zu helfen. Und das in einer Welt, wo wahrscheinlich die meisten heute gesagt hätten, nein, die Menschen sind selbstverliebt. Das heißt, die echte Innovation, die wir aktuell erleben, ist eine der neuen Beziehungsebenen und wie wir als Gesellschaft zusammenhalten. Weil was uns Corona zeigt, ist, dass wenn große Krisen passieren, sitzen wir alle im selben Boot, sowohl als die, die betroffen sind, aber auch als die, die gemeinsam Lösungen schaffen. Und ich glaube, die größten Innovationen werden die sein, wo wir beginnen, bestehende Dinge zu vernetzen, und zwar über die Grenzen der ganzen Denkkategorien in unseren Köpfen. Bewusst gemeinsam leben heißt in unsere Initiative und setzt genau da an, bewusst gemeinsam leben, miteinander in ein Boot zu steigen, auch nicht das gut-böse Spiel zu spielen. Und uns ist auch ganz wichtig, Öffentlichkeit, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenzubringen. Auch nicht parallel zu arbeiten. Und gerade jetzt sehen wir ja auch das Thema Lebensmittelversorgung in Österreich, Energieversorgung. Wie weit können wir uns die Ressourcen selbst schaffen im ländlichen Raum? Das wird jetzt bewusst und du bringst die Dinge ganz, ganz schön auf den Punkt. Was könnten Menschen jetzt tun, um aus der Angst dieser Bedrohung, die natürlich verständlich ist, herauszukommen? Hast du da ein Rezept, eine Idee? Was sollten die Leute tun, handeln, denken? Wie soll so ein Tag jetzt ausschauen, gerade bei jenen, die jetzt aus dem Beruf heraus sind und viel freie Räume haben? Also das Wichtigste ist aktuell, die Lage zu akzeptieren. Also jetzt nicht großartig der Vergangenheit quasi irgendwie anzuhängen und sagen, ach Gott, vor 3 Monaten war alles besser. Und oh Gott, wie wird es in 3 Jahren werden? Weil da laufen wir ständig bloß durch die Gegend und haben quasi vor uns auf dem Teller einen großen Berg an Sorgen. Das Wichtigste ist zu akzeptieren und zu sagen, die Dinge sind so, wie sie sind. Und dann ist die nächste Sache, dass man zum Beispiel wieder beginnt, sich zu vernetzen mit anderen Menschen. Das Wichtigste ist, sich aktuell wieder zu vernetzen mit anderen, um erstens zu schauen, okay, wie geht es den anderen? Gibt es Dinge, die andere brauchen, wo ich sie unterstützen kann? Und wenn es nur ist, ein gutes Gespräch. Und es ist auch wichtig aktuell, sich die Vergangenheit der Menschheit anzusehen. Wie ich es vorher erwähnt habe, vor der Industrialisierung waren die meisten Österreicher Bauern. Die waren es gewohnt, in ihrem Garten, in ihrem Feld etwas anzubauen, auch für sich selbst, falls die Ernte ausfällt, dass sie irgendwie selber sich versorgen. Und ich sage nicht, wir müssen zurück in die alte Welt und früher war alles besser, absolut nicht. Aber wir sollten uns daran erinnern, und das ist jetzt so wichtig, dass wir zum Beispiel wieder mit den älteren Menschen sprechen, in unserer Umgebung, in der Familie, mit den Großeltern vielleicht, um von denen mal wieder zu hören, wie das denn war in deren Jugend, wenn sie große Krisen erlebt haben. Um einfach zu sehen, der Mensch hat es immer schon geschafft, aus der Krise stärker hervorzugehen. Wir Menschen entwickeln uns immer durch Krisen, weil wir danach immer stärker sind als davor, weil wir eine große Hürde vor uns sehen, wo wir uns denken, das schaffen wir nicht. Aber wenn wir dann 10 Jahre später oder auch nur 10 Wochen später auf diese Hürde zurückblicken, sagen wir, hey, damals war das Ding für mich riesig, aber ich habe es geschafft, damit umzugehen und ich bin gewachsen. Das heißt, wenn das nächste Mal wieder sowas passiert, bin ich dafür gewappnet. Und wenn man sich dieses Mindset immer wieder mal vor Augen hält, dann kommt man ein bisschen raus aus der Angst und das Wichtigste ist, komm ins Handeln. Und das Handeln kann sein, dass du dir wirklich überlegst, was kann ich gut, wo werde ich benötigt, wie kann ich die Zeit jetzt aktuell quasi für mich nutzen. Und die meisten Menschen, die ich kenne, sagen ja ständig, vor der Corona-Krise, haben sie ständig gesagt, ich wünsche mir etwas Entschleunigung, ich wünsche mir etwas mehr Zeit für mich selbst. Jetzt haben wir diese Zeit und natürlich haben wir sie uns nicht gewünscht, sondern sie ist jetzt plötzlich passiert. Und da irgendwie abzuwiegen zwischen, okay, ich habe mir ständig Zeit für mich genutzt. Also quasi, ich habe mir ständig für mich Zeit gewünscht. Was kann ich jetzt wirklich machen? Hilft dir extrem zu reflektieren, was du mit dieser Zeit machen kannst. Und die Leute, die wirklich Energie haben, vielleicht auch ein bisschen die Jüngeren, an eurer Stelle würde ich mal anrufen bei einigen NGOs und die mal fragen, welche Hilfe benötigt ihr von uns? Das heißt, die Zeit nicht zu Hause nur zu sitzen und sagen, ach, ich bin so arm, sondern wo kann ich helfen? Und sehr oft sieht man, dass es in der Nachbarschaft jemanden gibt, der gerade Unterstützung benötigt. Und dieses Handeln, ins Tun kommen, nimmt uns automatisch die Angst. Und ein dritter Bereich, der sehr gut hilft, ist, sich immer wieder aber auch bewusst zu werden, für was bin ich dankbar. Und das Lustige bei unserem Kopf oder bei unserem Gehirn ist, in der Sekunde, wo du für Dinge dankbar bist in deinem Leben, vielleicht für deine eigene Gesundheit, obwohl viele andere krank sind, dafür, dass du fließendes Trinkwasser hast, dass du eine Familie hast oder Freunde, die du anrufen kannst. Wenn du in diesen Augenblicken der Dankbarkeit bist, kann dein Gehirn nicht zur selben Zeit
Angst haben oder verärgert sein. Das heißt, gegen diese Verärgerung, die aktuell vielleicht in vielen hochkommt, ich habe meinen Job verloren, alles ist anders, ich werde eingeschränkt, hilft ganz stark auch eine Dankbarkeit auf die Dinge, die man aktuell trotzdem hat. Und das sind diese Ratschläge, die ich aktuell jedem geben würde. Ali, ich habe kurz noch auf Facebook, wir sind ja 5 Minuten später gestartet, noch schnell auf Facebook bei dir geschaut. Und da habe ich einen Eintrag gesehen, deine Tochter ist jetzt aufgestanden und sie geht und du hast das miterleben dürfen oder sie steht. Und hast du zugeschrieben, ansonsten wärst du wahrscheinlich irgendwo bei irgendwas und hast das wirkliche Wunder nicht gesehen. Hat mich total berührt und ich ganz, ganz wunderschön und das bestätigt für mich auch das, was du sagst. Jetzt Perspektive wäre mir noch ein wichtiger Punkt der Jugend, die oft einmal studieren muss und wo es halt auch schon von den Eltern oft einen vorgefertigten Weg oder Wunsch gibt. Und wo ich schon merke, teilweise fehlt die Perspektive und somit natürlich auch der Antrieb. Und du in deiner Geschichte hast ja eine gewisse Zeit braucht, wo du gesagt hast, aber jetzt ich nehme ich Selbstverantwortung. Mhm. Wir haben bei das im Flyer so ein Puzzle drauf. Und wir haben in der Vergangenheit immer, habe ich gesagt, Tropfen und viele Tropfen ergehen am See. Und diese Ohnmacht des Einzelnen, ja, aber was soll mein Tropfen schon dazu bringen? Beim Puzzle, glaube ich, ist es transparenter, weil ein Puzzlestück kann 10.000 Dinge haben. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich bringe mein Potenzial nicht ein, ist einfach ein Loch drinnen. Wie könnten Menschen ihre Berufung, ihren Beruf, ihr Potenzial finden, die Sinnhaftigkeit, was kann ich denn besonders gut? Wir wissen ja, dass das Schulsystem oft nicht unbedingt sehr förderlich ist. Wie kann ein Junge in die Kraft kommen und seinen Weg finden? Also wie kann man in die Kraft kommen? Also jeder Mensch am Anfang seines Lebens war in seiner Kraft. Jedes Kind ist seinen Talenten und seiner Neugierde gefolgt, sonst hätten wir alle nicht den aufrechten Gang gelernt und auch nicht die Muttersprache. Und der aufrechte Gang und die Muttersprache sind beide das Schwierigste für den Menschen. Also es gibt nichts Schwieriges als zum Lernen. Das haben wir alles so gelernt in Rekordzeit. Und wenn wir nicht in Österreich geboren wären, sondern in Italien, würden wir heute alle fließend Italienisch sprechen. Das heißt, die Fähigkeit, sich immer an die Welt anzupassen und seiner Lust zu folgen, hat uns Menschen relativ früh dazu gebracht, zu Kindern zu werden, die Teil der Gesellschaft sind, sich ausdrücken können und eigentlich auf den eigenen Beinen auch stehen können. Das heißt, all diese Dinge waren schon immer da. Das Problem ist wirklich nur, wir sind irgendwann im Alter von 6 Jahren in ein System gekommen, wo wir gelernt haben, mach keine Fehler. Wo wir gelernt haben, nicht belohnt zu werden für unsere Interessen oder unsere Neugierde, sondern belohnt zu werden, wenn wir Dinge lernen, die andere von uns wollen. Das heißt, volle Anpassungsfähigkeit an ein System, das eigentlich komplett veraltet ist. Also in diesem Fall eben die Schule. Und wie bringt man Leute in ihr Potenzial? Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, hey, das ist dein Potenzial, das musst du machen, sondern es geht eher ganz stark darum, für Umgebungen zu sorgen, wo die Jugendlichen Dinge wieder entdecken dürfen. Also zum Beispiel, wenn man jemand ist, der Kinder hat, dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen vieles ausprobieren können. Jetzt zum Beispiel zu Hause sich wirklich viele Dinge im Internet anzusehen, was für verschiedene Dinge gibt es. Wenn man wirklich einen Jugendlichen sein Potenzial bringen möchte, geht das nur, indem man dem Jugendlichen eine Art Neugierde weckt für die Welt da draußen. Aber das geht halt nicht, indem man sagt, jetzt interessiere dich mal für etwas, jetzt sei mal motiviert, jetzt sei doch mal so wie der Nachbarsjunge, sondern in dem Augenblick, wo man spürt, dass der Jugendliche oder die Jugendliche sich für das interessiert, die Person ermutigen. Ermutigen, einen Weg zu gehen oder Dinge zu probieren oder laut mal über Dinge nachzudenken, wo andere vielleicht sagen würden, das ist ein Blödsinn. Das Wichtigste ist oft für junge Menschen, sie so zu lassen, wie sie sind und immer für einen Boden der Ermutigung zu sorgen, wo sie nicht ständig in ihren Selbstwert zurückfallen. Weil in der Sekunde, wo ein Mensch seinen Selbstwert verliert, sieht er auch alle Möglichkeiten nicht mehr in seinem Leben, sondern sucht nur eine Art Rettungsanker. Und es geht darum, Jugendliche dazu zu bringen, den Rettungsanker in sich zu finden. Und das geht halt wirklich, indem man sie dazu bringt, Dinge zu probieren, zu probieren, zu probieren, sich mit anderen Jugendlichen auszutauschen, eigene Projekte zu initiieren. Aber dafür benötigt es alle. Also dafür benötigt es genauso die Eltern wie auch die Lehrer und Lehrerinnen, die da das Kind nicht bremsen dürfen. Das heißt, jeder, der will, dass ein Jugendlicher sich entwickelt, sollte auch mit dem Umfeld von diesem Jugendlichen zu tun haben und mit denen quatschen und zu sagen, hey, dieser Jugendliche ist gut genug, so wie er oder sie ist. Helft ihm oder ihr lieber, den eigenen Interessen zu folgen. Das ist verdammt wichtig. Und ich habe jetzt die letzten 1,5 Jahre an einem Buch geschrieben. Das ist jetzt letzte Woche erschienen. Das Buch heißt Entdecke dein Wofür. Und da sind halt auch ganz viele Übungen drinnen, die einem wirklich helfen zu reflektieren. Was kann ich zum Beispiel gut? Ist eine Frage,
die gerade Jugendliche nicht gut beantworten können, weil sie in der Schule ständig hören, wo sie schlecht sind. Aber ein Trick ist, dass man zum Beispiel im Freundeskreis der eigenen Freunde oder die Eltern mal fragt, hey, was sind die Dinge aus eurer Sicht, wo ich verdammt gut bin? Und dann hat man plötzlich eine Liste von Dingen, die man vielleicht selber übersehen hat. Und da gibt es ganz viele Zugänge dazu, aber es fängt immer bei einem selbst an. Schön. Ali, ich habe morgen ein Interview mit einem Lehrer oder Schuldirektor in Tirol, der leitet oder hat bis vor kurzem eine Volksschule geleitet. Eine ganz normale Regelschule, wo die Kinder begeistert sind. Ich habe mir die angeschaut, war dort und ich bin ein Schulgeschädigter und habe dem Andreas Wurzheimer gesagt, bei dir würde ich wieder in die Schule gehen, weil der Vertrauen vermittelt hat, das war angenehm. Und wir haben auch den Gerald Hütter vor ein paar Jahren da gehabt. Kommunale Intelligenz war das Thema. Er bringt es auf den Punkt und unsere Videos haben wenig Zugriffe, nur das hat über 400.000 Zugriffe. Und das in einer Schule kann man ja in einer Gemeinde machen und da sind wir dran, es wird die erste lebenswerte Gemeinde geben und ebenso Pioniere wie du und viele andere, die Energie wollen wir bündeln und da wirklich die Gesellschaft erreichen und ermutigen. Ali, ich danke dir sehr, du hast mich berührt, ich bin begeistert von dir und alles Liebe dir. Danke dir vielmals. Danke vielmals.